Hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell Unterwegs. Ich bin der Chris und heute möchte ich euch wieder einmal etwas zum Thema Kochen mitbringen. Dieses Mal aber kein Kochgeschirr, sondern es geht heute darum, wie kann ich mir bei schlechten Witterungsbedingungen ein Feuer machen. Wir haben zwar jetzt heute keine schlechten Witterungsbedingungen, aber ich möchte euch trotzdem die Sturmstreichhölzer vorstellen, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Ich tue euch den Link, wo ihr die bekommt, auch unten in die Videobeschreibung rein. Und ja, ist ein Affiliate-Link von Amazon. Würde mich natürlich freuen, gibt wieder ein paar Cent für mich. Und würde mich freuen, wenn ihr da ja, das mitnehmen würdet und entsprechend damit da einfach diesen Link verwenden würdet, wenn ihr die Sturmstreichhölzer kaufen wollt. Genau, ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch jetzt mal die Sturmstreichhölzer, wie die geliefert werden, dann werden wir die mal ein bisschen auspacken und dann werden wir versuchen, so ein bisschen ein Feuer zu machen. Und ja, mal schauen, ob uns das gelingt. Gut, dann möchte ich euch mal zeigen, was ich da heute so vorbereitet habe. Und zwar haben wir hier einmal die Streichhölzer. Dann habe ich noch mit meinen Windschutz vom Trangia Mini, den werde ich als kleine Feuerstelle verwenden. Ich habe auch noch meinen Topf und auch Wasser mit, wobei ich wahrscheinlich heute keinen Tee kochen werde. Aber ich habe es mal mit, wer weiß. Dann haben wir hier kleine dünne Zweige als Start für das Feuer nachher. Da etwas größere und dann noch etwas größere. Und da herüben haben wir das Zundernest, das ich mir vorbereitet habe. Ist heute ein bisschen schwierig, weil wir in der Nacht Frost hatten und dementsprechend heute Rauchriff in der Früh war. Das heißt, es ist heute alles ein bisschen feucht. Ich habe mir dafür hier ein paar Blätter, trockene Blätter von einer Buche runtergezogen. Die sind relativ trocken. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und habe das Ganze dann auf ein Nest aus halbwegs trockenem Gras gesetzt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Mal schauen, versprechen kann ich es natürlich nicht, aber wir hoffen mal das Beste. Genau, dann schauen wir uns hier mal die Streichhölzer etwas näher an. Wir haben diese Streichhölzer hier, die kommen im Dreierpack, sind eher die kostengünstige Variante, also jetzt nichts Hochwertiges, aber absichtlich. Ich wollte das jetzt einfach mal probieren und ja, würde jetzt einfach mal sagen, ich werde mir dann mal auspacken. Und ja, ich gebe euch den Link, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr die auch direkt kaufen, wenn euch die Hölzer gefallen. Wir werden die jetzt mal auspacken aus dieser Plastikfolie, wo dieser Dreierblister da kommt, und werden uns das dann etwas näher anschauen. So, ich habe mir jetzt mal eine dieser Schachteln hier herausgenommen und genau, man sieht hier also schon, es steht hier weatherproof, das heißt, diese Sturmstreichhölzer sind auch wasserfest, angeblich, sind produziert in der Schweiz. Und ja, dann schauen wir mal, wie die brennen. Ich werde jetzt einfach mal eines rausnehmen und anzünden und dann mal schauen, ob man es auch ausblasen kann oder so. Mal schauen. So, ich habe mir jetzt mal hier eins von diesen Streichhölzern rausgenommen. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Genau, haben eine relativ lange Spitze. Und ja, schauen wir mal, wie die dann brennen. Und wie lang sie brennen und auch wie gut sie brennen. So. Dann zünde ich das jetzt hier erstmal an. Geht wunderbar. Sie brennen relativ schnell ab. Also man hat jetzt nicht allzu viel Zeit, das zu verwenden. Aber ja, schauen wir mal, ob wir damit unser Feuer in Gang bringen. So, dann werden wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert.
Gut, das Glutnest war jetzt noch nicht so der Bringer, offensichtlich. Ja, ich würde sagen, das Feuer brennt. Man könnte natürlich jetzt, wenn wir eine größere Feuerstelle hätten, noch etwas mehr drauflegen. Ich mache das jetzt absichtlich nicht. Jetzt dann schon hergehen, wenn ich eine größere Feuerstelle hätte, könnte ich dann schon mal anfangen, mir auch entsprechend größeres Holz reinzulegen. Gut, ich würde sagen, damit lasse ich es gut sein. Der Test, würde ich mal sagen, war soweit erfolgreich. Wir haben das Zundernest und dann auch das Feuer in Gang gebracht. Dementsprechend, würde ich sagen, mache ich an der Stelle Schluss. Und ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch auf das Video und bestellt die Streichhölzer, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann demnächst im nächsten Video einfach wieder.